Hi Leute, hier ist wieder Jo vom Kanal Anderglück und heute will ich euch mal zeigen, wie ich meine Paprika und Tomaten nachträglich nach dem Auspflanzen mit frischem Pferdemistdünge, da war gerade der Kohlweißling, Erzfeind geordnet. zurück zur Pferdescheiße. Also eine Pferdescheiße allererster Qualität, 1A Güte von einem Pferdehof hier in der Nähe. Und für gewöhnlich ist Pferdescheiße ein bisschen zu aggressiv für die Direktdüngung. Man soll das erstmal ein Jahr lang kompostieren oder so. Oder man macht es weit unter die Pflanzen, sodass sich die Wurzeln das selber holen können. Ich habe jetzt aber meine Pflanzen aber alle schon ausgepflanzt und hatte keine Pferdescheiße. Aber jetzt habe ich Pferdescheiße. Und deswegen werde ich meine Pflänzchen heute nach dem System Tiger Claw düngen. Und warum ich das Tiger Claw nenne, werde ich euch gleich zeigen. System Tiger Claw. Weil das irgendwie ausschaut wie Tiger Claw. Okay, und für gewöhnlich ist Pferdemist ja als Direktdünger zu aggressiv, zu scharf, obwohl es eigentlich die mildeste Scheiße von allen ist. Und ja, deswegen eben nicht unter die Pflanzen, sondern zwischen die Pflanzen. Und hier dünge ich meine Paprika und Tomaten mit frischem Pferdemist. In diese Löcher, die etwa 20 cm tief sind, kommt als nächstes 1A Pferdescheiße allererster Qualität rein. Also Pferdedung ist so eine Art Gärtnergold, denn Pferdescheiße enthält auf angenehme Art und Weise eigentlich alles, was Pflanzen benötigen, und zwar Stickstoff, Phosphat, Kalium, und es ist ganz milder Mist. Also von allen Mistarten ist das der mildeste Mist. Ganz aggressives Schweinescheiße. Wahrscheinlich hat es einen sehr hohen Ammoniakgehalt, könnte ich mir vorstellen. Und das da ist ja, da sieht man ja noch die Struktur von dem gefressenen Gras in der Pferdescheiße. Also das ist eine ganz milde Geschichte. Als Brotaufstrich würde ich es jetzt nicht empfehlen. Aber für Pflanzen ist es echt super. Gibt kaum was Besseres. So. Das war mal Step 2. Sehet mein Werk. Ich habe Scheiße eingefüllt. Okay, das ist das nachträgliche Düngen mit frischer Pferdescheiße. System Tiger Claw. Okay. Ach ja, und wem das Video gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen hoch oder, wer weiß, vielleicht abonniert ihr sogar den Kanal. Ich habe immer wieder so witzige Ideen. Also dann, bis bald mal wieder. Ciao, ciao.